Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein kleines Einrichtungsvideo. Ich will euch zeigen, wie man aus wenig Materialien und kostengünstigen echt schicke Rückwand gestalten kann und allgemein echt schönes Terrarium machen kann. Ich rede gar nicht länger rum, wir fangen gleich an und starten rein ins Video. So, da hätten wir das Terrarium. Wie ihr seht, habe ich da schon angefangen. Es ist nicht oder keine Anleitung, wie ich jetzt Korkplatten reinklebe, weil das ist denke ich einfach ziemlich langweilig. Das Ganze, ich habe hier oben noch so einen kleinen Pflanzenkorb, auch aus Korkplatte zugeschnitten, einfach zusammengeklebt, hingeklebt. Weil wenn dann später so Rankpflanzen da rauswachsen, dann sieht man das auch nicht mehr so. An sich ist das Terrarium auch super simpel aufgebaut. Einfach Korkplatten, Schwarzkorkplatten. Die habe ich bei eBay ganz günstig gefunden. Da kosten 5 Stück irgendwie mit Versand 35 Euro. Das war echt okay, habt ihr einfach zurechtgeschnitten und dann hingeklebt mit Silikon. Dann hatte ich noch eine alte Wurzel übrig. Die war jetzt ein paar Jahre auf dem Dachboden, die ist ja so richtig durchgetrocknet. Dann habe ich noch zwei Korkröhren hier gekauft. Die kosten auch nicht viel, 6 Euro, so was ich gezahlt habe pro Röhre. Also an sich wirklich ein total simpler Aufbau. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich euch mal, wie ich das einrichte, das Ganze, wie das dann am Ende ausschaut. Genau, nochmal ein Blick, so wie es jetzt ausschaut. Alles ziemlich leer noch. Und dann starten wir gleich mit der Bepflanzung. So, als erstes habe ich hier so eine Rankpflanze, ungefähr 70 cm hoch. Die ist an so einem, ja, an so einem Ast da dran befestigt, dran gewachsen. Das sind dann auch hier nur so Klammern. Die werde ich dann alle entfernen, dass der Stamm an sich raus kann, dass ich die Pflanze dann an die ganzen Wurzeln hier oben und so weiter, dass ich die dann da befestige. Man kann natürlich auch eine kleinere Pflanze nehmen. Dann dauert es halt nur ein bisschen länger, bis sie dann so eine Größe hat. Und ich fand es ganz schön, wenn ich jetzt mal was habe, wo nicht mehr ganz so klein ist und wo dann einfach schon das ganze Terrarium gut zuwuchern lässt. Oh, als nächstes habe ich hier auch noch mal so eine Kletterpflanze. Ich schreibe die ganzen Namen dann von den Pflanzen auch noch mal in die Video-Info rein, weil ich weiß jetzt auch nicht alle auswendig. Auf jeden Fall sind die echt super. Die wachsen wie Unkraut, wenn sie genügend Wasser haben, genügend Licht. Die will ich dann hier oben reinmachen in den Korb. Genau, dass das auch von oben dann schon alles so zuwuchert. Dann habe ich hier noch so eine Pflanze, die hatte ich selber auch noch nie. Die habe ich mir gedacht, dass ich die da irgendwo am Boden hin tue, weil die doch ganz schön ausschaut. Ich bin nur am Überlegen oder ich weiß nicht genau, ob sie es da unten dann genügend Licht abbekommt. Das werde ich dann sehen. Dafür habe ich 2 Stück. Und dann habe ich noch für den Boden diese hier. Die sind auch einfach mega von der Optik her mit dem Grün und dem Rosa. Das ist echt Wahnsinn. Die hatte ich auch schon öfters mal drin. Die wachsen auch ganz gut und halten sich auch ganz gut. Deswegen habe ich mich wieder für die entschieden. So, dann nur noch mal ein kurzer Ausschnitt, wie es jetzt ausschaut, wenn es so leer ist nochmal. Und dann zeige ich euch gleich, wie es dann ausschaut, wenn es dann richtig schön grün ist. So, dann erkläre ich noch mal kurz, wie ich das so ein bisschen aufgebaut habe. Hier sieht man, ich habe beim Kork hier so eine Klammer gehabt. Die habe ich hier befestigt, dass die Pflanzen einfach so nach oben schon stehen, dass es schon so ausschaut, als würde die schon so hoch wachsen. Dann habe ich hier hinten in dem Pflanzenkorb die Pflanze einfach eingepflanzt, ganz normal Erde. Zwei Korkröhren sind hier als Verstecke. Da sieht man es noch mal mit der Klammer, mit der Pflanze. Hinten habe ich auch noch mal so eine Korkröhre einfach
angelehnt als Versteckmöglichkeit. Da ja, die Bodendecker muss ich dann schauen, ob die sich da gut entwickeln, ob die genug Licht abbekommen. Ich finde, es ist richtig, richtig schön geworden. Also man kann auch echt mit wenig Mitteln einfach so einer normalen Korkwand, sage ich mal, echt ein schönes Ergebnis erzielen. Und als Beleuchtung habe ich noch die Bright Sun 35 Watt. Die macht einfach das schönste Licht mit der Solar Raptor und da sind die HID-Lampen einfach unübertroffen, finde ich. Und auch wenn da jetzt ein nachtaktiver Bewohner reinkommt, finde ich, UV-Licht ist einfach immer wichtig, egal für welches Tier. Und auch für die Pflanzen ist es einfach echt immer schön. Da schauen die nochmal ganz anders aus und wachsen auch nochmal ganz anders. Deswegen bin ich riesengroßer Fan davon, dass man da einfach auch das UV-Licht drin hat. So, als nächsten Schritt werde ich dann alles mit Wasser besprühen und dann kommen auch wieder als Bodenpolizei Springschwänze rein. Weiße Asseln kommen auch noch rein, die habe ich aber noch nicht, die kommen dann nachträglich dann noch rein. Weil eine Bodenpolizei gerade im Tropenterrarium ist einfach, finde ich, Pflicht. So, da haben wir dann die Springschwänze drin. Da haben wir jetzt eine große Packung bestellt. So, ich einfach, sieht man die ganz gut, tue ich einfach wieder ein bisschen was rein. So. Und schon hat man echt eine Top-Bodenpolizei, die Kotreste und Blätterreste und sowas einfach alles auffrisst, Schimmel, Pilzbildungen und so weiter. Deshalb absoluter Muss. Das Terrarium ist soweit fertig. Jetzt zeige ich euch mal, wer da reinkommt. Und zwar mein neukaledonischer Riesengecko, auch genannt Litschi-Gecko. Ich habe ihn jetzt hier mal auf dem Ast, weil ich tue den eigentlich nie händeln oder so. Das ist der kleine Bursche, Aufzuchtsterrarium, sein neues Zuhause für die nächsten paar Monate dann. Wunderschönes Tier, mein absoluter Lieblingsgecko. Und genau, den lassen wir jetzt gleich mal ins neue Terrarium rein. So, da sieht man, es ist nochmal wieder im Terrarium drin hockt. Ist natürlich jetzt halt alles sehr viel Stress für ihn, weil ich ihn eigentlich nie aus dem Terrarium raushole oder rausgeholt habe oder so. Aber ich denke, er wird sich darin wohlfühlen. Und das wird auf jeden Fall dann sein neues Zuhause für die nächsten paar Monate sein, bis er dann sein größeres Terrarium bekommt. Ich weiß nicht, ob ich dann gleich das Endbecken baue. Oder ob das dann nochmal eine Stufe größer wird und dann erst das Endterrarium. Aber meine absolute Lieblingsart. Einfach wunderschönes Tier. Und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, Leute. Haut rein. Ciao.